Hallo, liebe Freundin. Liebe. Heute möchte ich mal über die Liebe sprechen. Die Liebe, das ewige Rätsel. Das ewige Rätsel unseres ganzen Lebens. Was ist Liebe? Liebe wird ja teilweise heute, oder das Wort Liebe wird fast schon inflationär behandelt oder gehandelt. Zum Beispiel, man liebt Make-up, man liebt Essen, man liebt alles Mögliche. Aber doch tun sich viele Menschen schwer, zu einem anderen Menschen zum Beispiel zu sagen, ich liebe dich. Das, als wenn sie so eine Blockade hätten. Also wir fangen irgendwo liebend an, als Babys natürlich, ne? Und sind immer die ganze Kindheit über auf der Suche oder nach Anerkennung, nach Liebe. Oft haben wir aber keine guten Vorbilder, zum Beispiel glückliche Eltern. Also wer das hat, alles wunderbar, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Aber es ist ein Thema, was die Welt beschäftigt, die Liebe. Also keine Vorbilder. So, täuschende Gedanken, die uns ständig so durch den Kopf rauschen, begleiten uns ein ganzes Leben und beeinflussen uns auch. Und das Wichtigste ist im Leben, sich selbst zu lieben oder sich selbst zu mögen. Denn die wichtigste Beziehung, die wir im Leben führen, ist die mit uns selbst, nicht mit einem anderen. Die wichtigste und die längste Beziehung, die wir im Leben führen, ist die mit uns selbst. Und das ist eins der schwersten. Das muss man nämlich aushalten und ertragen und leben. Die Vorstellung, jemand anders könnte mich glücklich machen, ist total daneben. Also das muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, aber wir haben das natürlich alle ganz gern so auf dem Schirm. Also, wenn du mich glücklich machst, bin ich auch glücklich. Das ist falsch. Nur wenn ich selber in mir ruhe, in meiner Mitte stehe, wenn ich selber Liebe geben kann und ich selber Liebe für mich empfinde, dann kann ich auch diese Liebe geben. Oder dann bin ich auch glücklich. Aber ein todunglücklicher Mensch, der mit einem Menschen zusammen ist, der ihn liebt, wahnsinnig liebt, wird trotzdem kein glücklicher Mensch, weil er das gar nicht annehmen kann, weil er sich nicht mag. Und gerade wir Frauen sind ja die absoluten Experten mit etwas nicht mögen, was wir alles nicht mögen. Wir mögen unsere Haut nicht, unsere Haare nicht, unsere Falten nicht. Was weiß ich? Okay, das sind Äußerlichkeiten, aber es geht ja nicht um Äußerlichkeiten, es geht um das Innere. Es geht um unser innerstes Wesen, um unsere Seele. Die Liebe zu leben ist für uns die größte Bühne zur Selbsterfahrung. Mit Enttäuschungen und allen Hochs und Tiefs. Und auf sein Bauchgefühl zu hören. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich rede jetzt mal von mir. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Und ich schätze, ihr habt das auch. Und der Bauch hat recht. Der hat immer recht. Der Bauch sagt nee. Und wir verarschen uns, ne, mit unserem Intellekt, mit unserem Geist. Und sagen, ach, das wird schon. Man sagt ja so, die ersten 5 Sekunden oder die ersten 3 bis 5 Sekunden entscheiden, wenn sich Menschen begegnen, ob es stimmig ist oder nicht. Und es lässt sich auch nicht irgendwie dann schönreden. Also entweder passt es oder es passt nicht. Es ist jetzt egal, ob das Freundschaften sind, ob das eine Liebesbeziehung ist, ob das unter Kollegen ist oder Menschen auf der Straße oder auf dem Hundespaziergang. Man merkt das sofort. Das ist so, da haben wir so ganz, ganz feine Antennen. Aber wir hören oft nicht drauf und aus Vernunftsgründen denken wir dann, naja, ach, ich muss nur genug lieben oder ich muss genug nett sein, ich muss genug geben, dann wird das schon. Es stecken so viele Menschen in unglücklichen Beziehungen, aber da ist nicht immer nur einer schuld. Es haben sich vielleicht die falschen Paare ausgesucht oder nicht die falschen oder nicht die richtigen Paare gefunden, weil es ist so schwierig, den richtigen Partner zu finden. Ich bin überzeugt davon und Studien beweisen das oder man sieht es in Filmen, man kann es überall nachlesen, wie viele unglückliche Paare es gibt, die zwar miteinander leben, irgendwie sich arrangiert haben, aber todunglücklich sind und da nicht rauskommen aus dem Muster und sich weiterhin verletzen, statt zu sagen, Kat, ich gehe. Es ist natürlich sehr schwer, alleine zu leben. Es ist einfacher, zu zweit zu sein. Man kann immer so gewisse Dinge auf den anderen auch abwälzen. Wenn man alleine ist, dann dreht man sich wie so ein Hamster in seinem Universum immer hin und her, immer wieder die gleichen Gedanken, die beschäftigen einen. Und man tritt so ein bisschen auf der Stelle. Auch ein sehr großes Problem ist oder sind die ewigen Zweifel. Nicht gut genug zu sein. Das fängt schon in der Kinderstube an, nicht gut genug für die Eltern zu sein.
nicht gut genug in der Schule zu sein, später dann nicht gut genug im Beruf zu sein, nicht gut genug für den Partner zu sein. Das sind diese ewigen Zweifel, die uns praktisch durchs Leben begleiten. Man verurteilt sich praktisch selbst. Man verurteilt sich selbst und muss mit dieser Verurteilung leben. Und das geht schon morgens los, du schaust in den Spiegel und denkst, nee, also ne, heute wird wieder ein Scheißtag und das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und da ist das und da ist dies und da ist jenes. Es ist so schwer, zu sich selbst ein positives, gutes Verhältnis zu haben, ein liebevolles Verhältnis zu haben. Liebe dich selbst und jetzt kommt's. Liebe das innere Kind, denn das innere Kind, egal ob wir 20, 30, 60, 80, 100 sind, ist immer noch da. Dieses innere Kind, was vielleicht in der Kindheit ganz arg bös verletzt worden ist, ganz arg enttäuscht worden ist. Und das haben wir alle. Solche Erlebnisse haben wir alle. Das müssen nicht unbedingt die Eltern gewesen sein, das können andere gewesen sein. Dieses innere Kind, diese Verletzungen, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, die prägen uns. Deswegen kann man auch nicht sagen, weißt du, scheiß drauf, scheiß auf deine Vergangenheit, du musst im Hier und Jetzt leben. Weil wir werden ja, oder wir sind geprägt durch unsere Erlebnisse, durch unsere Erfahrungen, durch unsere Vergangenheit. Und das müssen wir wie ein Rucksack, nehmen wir das mit durchs ganze Leben und wir schleppen das auch in jede Beziehung mit rein. Man sagt ja mal, wenn sich zwei Kranke ins Bett legen, kommt noch lange kein Gesunder bei raus. Oft suchen und finden sich auch so ähnliche Partner, ne, die vielleicht das gleiche Schicksal erlebt haben. Und dann versuchen die sich irgendwie zu heilen, das funktioniert aber nicht. Und dann gibt es Schuldzuweisungen und dann gibt es Ärger und Krach und Trennung. Dann leidet man selbst darunter, die Kinder leiden darunter und alles Mögliche leidet darunter. Also was ich damit sagen will, es finden und suchen und ziehen sich Leute an, die sich sehr ähnlich sind. Also was ich mir selbst nicht geben kann, das suche ich dann beim anderen. Also man sagt so, Glück den Glücklichen, also Glück zieht Glück an, Unglück das Unglück, schlechte Laune, ein Lächeln. Also man sagt ja, ne, was du selber ausstrahlst, das bekommst du zurück. Auf die eine oder andere Weise, jetzt nicht in dem Moment vielleicht, aber irgendwie. Karma, ne? Am Anfang einer Liebe ist alles ganz toll, die rosarote Wolke, das Verliebtsein. Man schwebt da, die Hormone tanzen Salsa, man lässt nur die besten Eigenschaften zum Vorschein kommen und irgendwann kommt dann der Alltag und dann kommt vielleicht die Enttäuschung, die Verzweiflung, die Wut, der ganze Ärger, den man so durchs Leben schleppt, ne? Also diesen sogenannten Rucksack und dann sind oft diese Erwartungen da vom Partner, egal ob jetzt von Frau zu Mann oder Mann zu Frau, und die werden plötzlich nicht erfüllt und dann denkt man, oh Gott, ich habe gedacht, du wärst ganz anders. Ich habe gedacht, du könntest mir helfen, das funktioniert aber nicht. Es kann einem niemand helfen. Man muss sich wirklich selbst helfen oder man geht zur Therapie. Es ist ein langer Weg zu sich selbst anzunehmen, dieses innere Kind, dieses kleine verschreckte Mädchen oder der kleine ängstliche Junge, der in der Ecke steht, der ist da. Und oft haben die Menschen auch nicht den Mut dazu, darüber zu sprechen. Es gibt ja Paare, die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Ja gut, die reden über das Wetter oder über die Enkel oder über das Essen oder über den Urlaub, aber die reden nicht mehr miteinander. Und ganz besonders ist das dann der Fall, wenn sich Lebensumstände ändern, zum Beispiel wenn man älter ist und die Kinder raus sind und wenn diese Aufgabe fehlt. Es ist ja schon mal toll, wenn man das so weit geschafft hat, bis dahin die Kinder gemeinsam großzuziehen, also über einen gewissen Zeitraum. So, und dann auf einmal ist man plötzlich wieder zu zweit und hat nur noch sich. Und dann stehen da Paare oft da, also viele, viele meistern das, das ist bewundernswert, das finde ich ganz toll. Andere bleiben irgendwie zusammen, so ein besser als nächstes Ding oder aus wirtschaftlichen Gründen, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, auf keinen Fall, möchte ich jetzt ganz deutlich hiermit sagen. Aber Glück bedeutet es nicht unbedingt, aber oft ist es eben auch eine Notwendigkeit. Aber trotzdem ist ja diese Sehnsucht in uns da nach Liebe, diese Sehnsucht nach Geborgenheit, diese Sehnsucht nach Anerkennung. Und wir wollen nicht immer kritisiert werden, wir wollen nicht immer angemacht werden, weil das verletzt uns. Und übrigens, weil ich gerade beim Kritisieren bin, Menschen einfach so zu bewerten, ja, sei es anonym oder sei es verbal oder nonverbal, ist einfach verletzend. Und wenn dann jemand sagt, ja, das ist aber konstruktive Kritik, Bullshit. Ehrlich gesagt, wer mag das schon? Natürlich kann man kritisieren, man kann es aber auf eine nette Art machen. Man kann Tipps geben, man kann sagen, du hör mal, ich sehe das aber so oder so, oder das war jetzt nicht in Ordnung, wie du das gemacht hast.
Oder ich sehe das so, ich hätte das so und so gemacht. Also nicht auch dieses Wort Ratschlag. Überlegt mal, was da steckt, das Wort Schlag da drin. Also ich mag dieses Wort Ratschläge überhaupt nicht. Ich finde Angebot besser oder ich gebe dir mal einen Tipp oder einen Hinweis oder so, aber nicht ein Ratschlag. Also ein Ratschlag ist für mich ein Wort, das benutze ich also kaum in meinem Vokabular. Ich merke gerade, ich verzettel mich ein bisschen. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Was ich noch sagen wollte, die Muster aus der Kindheit, diese Schallplatte, diese Festplatte, die wir so in uns haben. Also wie verlief unser Elternhaus, wie verlief unsere Kindheit? Nicht jeder hatte eine glückliche Kindheit. Das spiegelt sich oft auch in einer Partnerschaft wider. Also das kann ich selber von mir aus guter Erfahrung sagen. Und jetzt im hohen Alter denke ich mir, dass ich vielleicht ein bisschen vernünftiger geworden bin oder nee, nicht vernünftiger, vielleicht wissender, weil ich auf mein inneres Kind höre. Zur eigenen Selbstbeziehung, die Beziehung zu einem Selbst, die man ja hat ein Leben lang, gehört unbedingt die Beziehung zum inneren Kind, zu unserem inneren Kind, was da traurig in der Ecke sitzt und weint und traurig ist. Und man muss, glaube ich, aktiv in dieses Gefühl hineingehen, um das zu verstehen, um dieses Kind zu trösten, das anzunehmen, was passiert ist. Weil wir sind ja, wie gesagt, Opfer unserer Erlebnisse. Opfer ist jetzt so ein hartes Wort, aber das Produkt auch unserer Erlebnisse. Und jeder hat irgendwas in 40, 30, 40, 50 Jahren erlebt und nicht immer nur Schönes. Und so wie die Beziehung zu den Eltern war, ist es auch meistens in den Partnerschaften. Das ist ganz verrückt. Ich meine, man kann ja nichts dafür, ne, wenn die Beziehung zu den Eltern, wenn das irgendwie sich ein bisschen schwierig gestaltet hat oder wenn man als Kind nicht angenommen worden ist oder wenn man nicht das Gefühl hat, mein Gott, ich war gar nicht so gewollt und ich habe eigentlich nur gestört, hat man komischerweise auch wieder in der Liebesbeziehung so ein ähnliches Muster. Ich spreche aus Erfahrung, glaubt es mir. Also ich möchte jetzt nicht weiter aus dem Nähkästchen plaudern. Ich will einfach nur mal so, weil ich über dieses Wort Liebe länger jetzt nachgedacht habe und dieses Wort Liebe, wie gesagt, ich liebe das, liebe dies, liebe jenes, inflationär, wie gesagt, dachte ich, Mensch, das ist irgendwie, das wird so, ja, so, da wird mit geworben, ja. Selbst McDonald's wirbt damit. Also ich meine, Halleluja, ne? Also man muss sich, glaube ich, annehmen. Man muss seine Erlebnisse annehmen, auch schlechte Erlebnisse, darüber reden. Und auch, dass der Partner sich öffnet, auch Männer. Männer sind ja nur die absoluten Experten im Verschweigen und im Verdrängen. Ganz besonders, wenn zum Beispiel eine Partnerschaft nicht funktioniert hat, dann sind Männer ja gerne dabei, gar nicht das zu verarbeiten, sondern sich sofort in das nächste Ding reinzustürzen, um sich ja nicht mit sich auseinanderzusetzen. Wir Frauen sind da anders. Also zum größten Teil, die trauern, was gut ist, die verarbeiten. Ja? Ehe sie sich vielleicht auf was Neues einlassen. Aber das liegt eben in unserer DNA, das ist eben so. Natürlich ist das viel einfacher. Es ist viel einfacher, sich sofort, wenn etwas gescheitert ist, ins nächste zu stürzen. Bloß nicht mit meinem Scheitern mich beschäftigen. Bloß nicht mich damit auseinanderzusetzen, warum ist denn das so gelaufen. Aber wenn man das nicht tut, dann macht man immer wieder und immer wieder den gleichen Fehler und landet immer wieder in diesem gleichen Beziehungsmodell. Ja. Also ich bewundere die Menschen, die es schaffen, eine glückliche Beziehung lebenslang zu führen. Und ich weiß, ich habe hier einige Ladies drauf, die schon ganz, ganz lange verheiratet sind. Und ich sage nur, ich knie vor euch nieder. Ich finde das ganz toll. Mir ist es leider nicht gelungen. Ich habe es mir sehr gewünscht, aber es hat nicht funktioniert. Und also, ne, ich kann mir nur selbst sagen, Augen auf bei der Partnerwahl, was gar nicht so einfach ist. Ja, also besonders wenn man jetzt nicht mehr 30 ist, ne? Und also wie gesagt, diese Ladies, die das geschafft haben, natürlich auch mit Höhen und Tiefen, von denen können wir viel lernen, also Hut ab. Nur leider kennt man sich ja hier nicht auf dem Kanal. Das Ding ist, ich rede immer nur und kriege von euch sehr schöne Kommentare oder eben auch schlechte Bewertungen, weil jemand das einfach doof und scheiße findet. Okay. Das ist übrigens auch nicht schön, ne? Das ist das, mit dieser Kritik umzugehen, also mit so einer anonymen, virtuellen Kritik umzugehen. Natürlich macht sich jeder
eine Birne, ne, wieso ist denn das jetzt so? Ne? Und keiner schreit Hurra, her damit mit den schlechten Bemerkungen oder her mit den schlechten oder negativen Kommentaren, Bewertungen etc. Da muss man schon ganz schön stark sein. Ich glaube, man muss sehr, sehr viel aushalten. Aber ich denke mir auch, dass diese Menschen, die vielleicht so etwas tun oder generell so mürrisch durch die Gegend rennen und andere ganz gerne angreifen, vielleicht brauchen die das. Vielleicht haben die so, brauchen die einfach ein Ventil, weil die selber so gefangen sind und so unglücklich sind, dass sie irgendein Ventil brauchen. Die suchen Abwechslung und dann haben sie noch die Möglichkeit, oh, man kann da jetzt zum Beispiel YouTube, man kann da etwas bewerten und dann mache ich jetzt mal diesen, dann, also diesen und dann fühle ich mich besser. Aber ihr fühlt euch nicht besser. Die das jetzt machen in dem Moment. Ihr fühlt euch nicht besser. Ihr macht es in dem Moment und dann ist es vorbei. Aber in eurem Herzen ist es, vergiftet euch. Also, ne, wie ihr selber seid, das zieht ihr auch an. Was ihr gebt, bekommt ihr zurück. Das ist nun mal im Leben so. Das hat jetzt keiner bestimmt, das hat nicht der liebe Gott bestimmt, das ist kein Gesetz, das ist einfach so. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das auch. Zur Liebe gehört natürlich auch Vergebung, ne? Jemanden zu vergeben, egal was er gemacht hat, das ist oft nicht so einfach, weil jeder in seinem Muster so drin ist. Wir sind ja charakterlich alle anders. Es gibt Menschen, die sind schwächer. Es gibt Menschen, die sind unglaublich stark, aber die haben auch eine schwache Seite, aber die zeigen sie vielleicht nicht. Die lassen sie dann irgendwo anders raus. Also die Beziehung zu uns selbst, diese Kernbeziehung, die wir haben, ein Leben lang, die sollten wir öfter mal, wenn wir uns zur Ruhe setzen, wenn wir so Momente im Einklang mit uns haben, uns irgendwo hinsetzen, am Meer, im Wald, auf dem Balkon, im Bett mit einer Kerze oder was weiß ich, im Wohnzimmer, gucken aus dem Fenster, einfach nur so für uns so die Gedanken kreisen lassen. Kein Handy, kein WhatsApp, kein Instagram, kein YouTube, gar nichts, nur uns. Das fällt vielen Menschen so schwer, weil in dem Moment, wo Stille ist, muss man sich, dann hört man diese Stimmen im Kopf, diese eigenen, und die erträgt man nicht, oft nicht. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, im Leben auch weich zu sein. Liebe bedeutet nämlich, weich zu sein. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Weich zu sein. Zu seinen Kindern, zum Ehemann, zum Nachbarn, zum... Also diese Großzügigkeit, diese Großherzigkeit, diese Begriffe, gibt es die eigentlich noch? Die werden gar nicht mehr so groß verwendet, ne? Also wir leben schon in einer ziemlich verrückten Welt und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Als Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat, ist ein Meilenstein ins Rollen gekommen. Und zwar hat er damit für immer das Sozialverhalten der Menschen auf dieser Welt verändert. Und dann ging es weiter, ne? Mit Twitter und. Das Sozialverhalten der Menschen hat sich geändert und sie sind grober zueinander geworden. Man ist rücksichtsloser geworden, weil anonym, ne? Man kann sich verstecken hinter irgendwas. Weil ich bin mir sicher, so Aug in Aug oder so von Angesicht zu Angesicht haben viele keinen Arsch in der Hose. Da sind so richtige Klemmer und Schisser. Aber anonym ist ja easy, ne? Also unser Sozialverhalten hat sich verändert und natürlich auch diese Wohlstandsgesellschaft, diese Wegwerfgesellschaft. Es ist also, warum soll ich mich bemühen oder warum soll ich was erhalten? Gibt da was Neues, kostet alles nichts. Ist doch alles auf billig, 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 mehr, mehr, mehr. Geiz ist doch geil, ne? Ja, also ich bin hier nur eine andere Generation, also ich bin eine Generation, nicht eine andere Generation, wir sind ja fast die gleiche Generation, gut, einige Mädels sind doch bedeutend jünger, aber so die 60er Jahre, das war doch schon eine andere Zeit. Wir hatten noch Schwarz-Weiß-Fernseher, ne? Und ein Kabeltelefon, also wir hatten gar kein Telefon im Osten, haben nur bestimmte Leute ein Telefon gehabt. Und das ging auch, wir konnten uns auch verabreden, das hat funktioniert. Also heute muss man sich ja ständig WhatsAppen, ob das ja nur wirklich klappt, dieses Date. Ne? Also damals war ein Mann oder eine Frau ein Wort, ne? Dann war das eben so. Also früher war doch einiges besser, weil es weniger war. Weniger ist mehr, nicht nur auf der Haut, auch so. Ich denke mir, durch diese ganze Reizüberflutung sind wir völlig mischugge im Kopf. Und das ist ganz, ganz schwer. Seine Mitte zu finden. Jeder hat so sein Ding. Der eine macht Yoga, der andere meditiert.
Das ist doch ganz gut so. Das muss jeder für sich empfinden. Der andere, der macht Extremsport. Ja. Also was besonders schön ist, wenn man Menschen im Leben hat, die einem wohlgesonnen sind, die man liebt. Es ist, glaube ich, wichtiger zu lieben, zu geben, als nur geliebt zu werden und zu bekommen. Weil das ist was ganz Tolles, etwas zu geben oder zu lieben. Ja, ne, das war ja heute. Also ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt einfach mal vor eine andere Wand. Ich wollte übrigens auch mein neues Mikrofon ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt hier so ein, ich zeige euch das mal, ich habe hier so ein Puschel da dran jetzt. Und wollte auch mal sehen, wie der Ton ist und dachte mir, quatschte mal so ein bisschen über die Liebe und das Leben. Und zwar nicht im Wald, auch nicht an der See. Ja, ach, das wäre irgendwie so schön, wenn wir irgendwie, hier sind ja, ich habe eine sehr aktive Community und es schreiben ja die Mädels, ich weiß schon mal jetzt ganz genau die Namen, ich kenne euch ganz genau. Es schreiben mir natürlich nicht alle, es schreiben mir nicht 1.700, 2.000 Leute, aber es ist so ein harter Stamm, so ein harter Kern. Und man wächst hier so schön zusammen. Und ich freue mich immer, ach, wenn ich den Namen lese und dem, ach, das war da. Und ich erinnere mich auch an viele Dinge, was ihr mir geschrieben habt. Ich kann mir jetzt nicht alles merken, aber gewisse Dinge bleiben natürlich hängen. Und irgendwie wäre das doch schön, wenn wir mal so eine, können wir mal ein Ferienlager machen, ein Riesenhaus mieten und uns alle treffen. Weil, wo finden denn heutzutage noch Begegnungen statt? Ach ja, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ich meine, ihr seid ja nun auch nicht mehr 20 und wir gehen doch irgendwie alle gerne tanzen oder sind früher gerne tanzen gegangen. Ne? Und tanzen ist ja auch Lebensfreude. Ich meine jetzt nicht einen Tango-Kurs und einen Salsa-Kurs und das meine ich nicht, sondern ausgehen. Kann man eigentlich in Deutschland, ich weiß nicht, wie es doch in Amerika war, ist es ein bisschen anders. Also in Deutschland, wo kann man zum Beispiel als älteres Semester mal tanzen gehen? Zu einer moderaten Uhrzeit, nicht nachts um eins, wo dann eine Techno-Party ist, sondern Musik, die wir lieben, 80er, 70er, 80er, 90er Musik zum Beispiel. Das war nämlich tolle Disco-Musik, das war Musik, die gute Laune gemacht hat. Da konnte man super, also sobald man bestimmte Rhythmen hört, wie die Bee Gees oder so, da fängt man an, ne, sich zu bewegen und man hat so diesen Move. Ne? Also was kann man eigentlich noch machen? Was können wir machen, sich ständig anzufühlen, freizeitmäßig? Ne? Und tanzen gehen, also Begegnung, wo Begegnungen stattfinden, das gibt es doch gar nicht mehr für uns Alte. Vielleicht so ein Tanztee oder so. Also wahrscheinlich in so einem Altenheim gibt es das dann wieder. Aber so jetzt? Also ich weiß nicht, wie das bei euch in den Gegenden ist. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Es gibt Ü30 und Ü40, gibt es auch Ü50, Ü60. Ja gut, also. Oder wo sich Singles treffen können. Ich meine, wo treffen sich Menschen? Ich finde das irgendwie blöd, sich im Internet da mit irgendwelchen Leuten da. Na klar, es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Aber wo kann man denn Menschen treffen? Und das Schlimme ist, sie gucken sich ja nicht mal an. Selbst wenn du im Buchladen stehst oder im Café bist, viele Menschen gucken sich ja gar nicht mehr an. Das ist eigentlich schade, ne? Man guckt lieber aufs Handy, was irgendeiner gepostet hat oder irgendeine Nachricht, irgendeine. Ja, also wir alle haben das gleiche Problem, wir sitzen alle im gleichen Boot und ich würde es toll finden, wenn ihr mir auch mal in den Kommentaren so ein bisschen einfach ein bisschen was über euch auch schreibt. Es muss ja jetzt nicht zu intim sein, so allgemein, wie ihr mit gewissen Dingen umgeht. Und bitte, also ich wollte nur dazu sagen, ich lese alle Kommentare. Aber ich sitze oft Stunden, auch wenn ich euch nur einen Satz schreibe und beantworte Kommentare. Ich kann, also zum Beispiel jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt hier viele Kommentare mit oder solche riesigen Kommentare und ich freue mich mega, wenn ich so große, also so lange ausführliche Berichte bekomme, aber ich kann euch nicht auch so ausführlich zurückschreiben. Dann sitze ich nur noch am PC und kriege solche Augen. Also seid mir bitte nicht böse. Herzchen kriegt ihr immer oder vielleicht nur ein kurzes Statement. Also nicht, dass ihr dann denkt, naja, also ich habe da mich jetzt voll aus dem Fenster gelehnt und die Alte schreibt überhaupt nicht zurück so richtig. Ne? Also ich bin bei euch. Wir sind hier auf einer Wellenlänge. Wir haben uns hier gesucht und gefunden und das ist sehr schön. Und ich hoffe, dass das noch lange so weitergeht. Wir werden ja jetzt miteinander alt, habe ich mal beschlossen. Ne? Wir werden miteinander alt. Bei YouTube wird es noch eine Weile geben, mich gibt es auch noch eine Weile und euch auch. Und das finde ich ganz, ganz toll. So, ihr Süßen, das war jetzt ein bunter Mix, ein buntes Potpourri meiner Gedanken über Liebe,
und so sämtliche Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen. Ciao, macht's gut. Ach ja, und bitte, ne, seid besonders gut zu euch und zu dem inneren Kind. Tschüss.